Und damit willkommen zurück zu Prison Architect Langlass. Lang, lang ist es her. Trautesheim, Glückerlein und so weiter und so fort. Ich bin endlich wieder daheim. Das soll jetzt nicht heißen, dass es mir Mitch und Jesse nicht gefallen hat, aber ihr wisst es selber, am besten ist es doch immer zu Hause. Ja, wir sind hier noch dran und bauen unsere Gemeinschaftszelle für die Schwerverbrecher aus. Und 13 neue Häftlinge kommen auch gleich. Wir haben Kohle en masse. Das heißt, ich würde hier drin gleich, wenn das alles aufgestellt ist, mal schauen, wie es so passt. Hatte ich die jetzt richtig zugeteilt hier? Nein, warum nicht? Weil die Tür fehlt dort. Warte, da fehlt der Raum. Schönen Hof. Zack. Ja, hinter mindestens einer Tür bist du auch. Sehr gut. Und wir sollen wieder einen Tunnel gefunden haben. Nochmal den Zellenblock durchsuchen. Und dann gucken wir mal. Einsatz. Hochsicherheit. Warum war das jetzt nicht mehr Hochsicherheitstrakt? Das verstehe ich nicht. Egal, wir haben es wieder gemacht. Noch bevor die Häftlinge kamen oder war noch Platz genug? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Egal, wir haben es noch geschafft. Todesfälle. Warum? Ja, Aufgabe: Tod bei Spitze. Echt mal, Idioten. So. Und da haben wir einen Tunnel gefunden. Warum er den da gerochen hat, unglaublich. Ach, natürlich genau daneben. Sonst noch was? Ja, sonst keine weiteren Tunnel. Dann dürft ihr hier auch mal den Zellenblock durchsuchen. Der hat ein Messer dabei, wird jetzt erstmal abgeführt. Warum machst du die Tür nicht auf? Gehen die jetzt alle zu dem Essen rein? Ihr sollt aber dahin. Weil das Ding schafft das niemals. Das schafft er ja niemals. So, Einsatz. Wachpatrouille. Wachpatrouille rein. Habe ich hier schon einen Hund? Da habe ich einen Hund. Okay, alles gut. Alles gut. Weil der Hof ist auch nicht groß genug. Die sollen lieber in den reingehen, wenn sie können. Natürlich, wenn sie hier zum Essen gehen, dann gehen sie auch in den Hof. Ich hoffe, wenn sie hier zum Essen gehen, dass sie sich entweder alle hier reinstellen oder sich zumindest aufteilen. Was wollt ihr denn alle? Zumindest erstmal ein paar Verkäufe abgreifen. Bäm! 7700 Exporte. Und da kommen nochmal 1800. Fast 10.000 Exporte. Richtig geil. Richtig geil. So. Das haben wir. Das steht jetzt auch endlich alles. Jetzt gucken wir auf die Raumqualität. Was sagt er? Was sagt er? Ein Stuhl hier, 4 Häftlinge fehlt noch. Und Außenfenster. Hab ich noch gar keine Stühle eingesetzt? Hatte ich noch keine Bürotische und Stühle? Anscheinend nicht. Gut, machen wir das doch mal. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Gebe mich. Stuhl ist richtig. Hallo? Warum sehe ich die nicht? Büroschreibtisch. Da haben wir doch. Ich suche nochmal gerade, ob ich hier schon Büroschreibtische drin habe. Aber habe ich nicht. So, machen wir jetzt mal ein kleines Großraumbüro.
und natürlich Stühle dazu. Und jetzt hätte ich gerne noch einen Stuhl. Oder zwei. Das hoffentlich auch. Da müssen wir dann gleich mal schauen, ob das von der Anzahl jetzt auch stimmt. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch ein paar Fenster rein. Fenster, Fenster, Fenster. Wir nehmen natürlich die kleinen. Das hier dürfte der Außenbereich sein, oder? Ja, das ist Außenbereich. Wir ziehen hier einfach die komplette Reihe durch. So, da dürfte das eigentlich von den Fenstern her reichen. Und sie können nicht ausbrechen. Dafür können sie sehen, was hier draußen so abgeht. So. Ja, die Zeit bei Mitch und Jesse habe ich natürlich genutzt. Ich habe mir versucht, eine Wohnung zu finden. Wir haben ein paar Aufnahmen gemacht, da ich leider Civ 6 auf meinem Rechner nicht zum Laufen kriege, da mein Rechner einfach zu alt ist. Aber das ist auch nicht so schlimm. War trotzdem eine geile Aufnahme. Wie ihr gesehen habt, haben wir davon noch eine ganze Menge rausgehauen. Was ich leider sagen muss, ist, dass ich für Prison Architect die Speicherplätze nicht in der Cloud gespeichert habe. Ich leider gut. Und deswegen konnte ich Prison Architect bei Mitch und Jesse nicht weiter aufnehmen. Und ja, ich hätte natürlich den Escape-Modus spielen können, aber da muss ich halt sehr viel cutten und sehr viel schneiden, hatte ich schon gesagt. Egal. Muss ich sehr viel Arbeit reinstecken. So. Und das ging nicht. Das habe ich von der Zeit her gar nicht geschafft. Da muss ich mich an einem Wochenende ransetzen und dann an einem Wochenende eine komplette Escape-Periode aufnehmen und die dann auch an dem Wochenende cutten und rendern. Und dann klappt das. Aber das kriegen wir schon hin. So, die stehen jetzt alle. Was sagt die Raumqualität? 10. Immer noch durchschnittlich, obwohl das eine Raumqualität ist von 10. Muss man ja jetzt mal sagen. Ne? Wir gucken einfach mal, wenn ich hier weitere Betten einfüge, wie viele wir hier noch unterkriegen. Oder wie viele extra Sachen ich dann noch hinzufügen muss an Möbeln. Na komm. Machen wir noch eine Reihe? Ach komm, wir machen noch eine Reihe. Bisschen übertreiben geht immer. Warum ich da jetzt auf Pause gedrückt habe, weiß ich auch nicht. Aber dann kommen hier wenigstens ein paar Knastis rein. Wir müssen ja eh noch auf 500 kommen. Ja, die Autospeicherung wird immer schlimmer. Und ich hoffe mal, dass das hier drüben genug Essen gibt. Nachfrage, Angebot. Ich glaube, ich sollte noch ein paar Köche einstellen. Das machen wir mal kurz. Gehen wir mal auf 100. Bing, 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 bing. Bing. So, jetzt haben wir 100 Köche. Das heißt mehr, nein, nee, doch nicht mehr Köche als Wachen. Ich dachte jetzt schon. Das wäre, ja, der Hammer gewesen. Sagen wir es mal so. Werden Briefe eigentlich auch hier unten verteilt? Oder nur in der kleinen Zelle da oben? Das müssen wir dann mal schauen. Ihr seid nicht am Kochen, weil wir mehr Angebot als Nachfrage haben. Perfekt. Jetzt langweilen sich sogar ein paar Köche. Finde ich auch gut. Dann sollte das alles auch passen. Und wenn die nächste Schlafenszeit ist, machen wir nochmal eine große Razzia.
Vielleicht sollten wir auch noch mal mehr Wachen wieder einstellen. Gehen wir auf 130. Eine Bewaffnete noch. Dann haben wir da auch das Maximum. Die Frage ist bei den Hundeführern. Machen wir nochmal Hundehütte. Da haben wir sie auch schon. Knallen wir da noch einen. Einfach weil es geht. 9000 für vorzeitige Entlassung. Also ob wir den Knast noch voll kriegen dann, wenn wir ihn auf 500 hochknallen mit den ganzen Bewährungsräumen, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber das kriegen wir hin. Ah, entschuldigt bitte. Mann ey, dass ich immer niesen muss, wenn ich eine Aufnahme mache. Das ist doch der Hammer. Das könnt ihr mal lassen. Also mal ganz ehrlich. So. Arbeit, Freizeit. Wenn das erste Schlafen anfängt, kommt die Razzia in Gange. Und dann würde ich hier nämlich gleich noch gerne auslegen. Aber erstmal gucken wir nach der Raumqualität. Immer noch Stufe 10. Perfekt. 114 können da rein. Wir müssen halt warten, bis die voll sind, damit wir wissen, welche wir nachlegen müssen. Und da beginnt die erste Schlafenszeit. Also Razzia. Na komm. Na komm. Geht hier eigentlich ein Hund lang? Nein, da geht nur eine bewaffnete Wache lang. Da geht noch ein Hund lang. Machen wir hier noch einen Hund rein und holen noch 5 Hundeführer dazu. So. Damit die sich auch ausruhen können, damit immer einer besetzt ist, zumindest so lange wie möglich. Und wir haben fast die 4600 Plätze geknackt. Alter Schwede. Mal schauen, was wir jetzt hier zutage finden, wie viele Tunnel wir finden. Da hatten wir schon mal einen. Nochmal da ein Tunnel. Nee. Wo haben wir denn den Tunnel gefunden? Egal. Er wird ja zugemacht wieder. Und 60 Häftlinge treffen ein. 32 hohe Sicherheitsstufe. Alter Schwede. Das gibt gleich keine Ahnung wie viel Kohle. Und dann können wir auch wieder erweitern. Hier. Macht mal hin. Ja. Ich frage mich immer, wenn die Kirchenglocken kommen, ob hier irgendwo eine Hochzeit ist. Das wäre ja auch nochmal was. Wenn hier Wärter und Häftlinge heiraten könnten. Boah, dauert die Razzia lange. Noch ein Tag gefunden? Nein. Gefunden. Also eigentlich, das heißt eigentlich, das Gefängnis läuft sehr gut. Sehr ruhig. Da passiert ja fast gar nichts, was Massenklopperei angeht. Ich sag nur Anfang, aber jetzt haben wir es im Griff. Unterdrückung. Unterdrückung ist das Ziel. 61 Häftlinge treffen gleich ein. Die brauchen ewig. Ewig und 3 Tage. Ja. Ja, haben wir es dann? Boah! Ich habe die Razzia angefangen, als die ersten schlafen gegangen sind, mit 130 Wärtern. Und trotzdem dauert das noch, 600 Plätze zu durchsuchen. 45.000 für die Häftlingseinlieferung. Wir haben Kohle.
1000. Gib her. Na komm. Oh, oh. Sehr gut. Ja, wir können es noch ein bisschen erweitern hier. Und wir lassen es wieder laden. Oh, oh. Na komm. Na komm. So. Warum ich jetzt das gekauft habe, weiß ich auch nicht mehr. Ist da eigentlich noch was? Dahinter? Nein. Komm schon, komm schon. Oh, du schaffst das. Ja. Oh, fein. Oh, ich kann noch weiter. Jetzt reicht's. Mehr können wir uns erstmal sowieso nicht leisten, bis die nächsten 45 Häftlinge eintreffen. Alter Schwede. Und wenn ich dann überlege, dass wir noch nach rechts können. Jetzt erstmal die Geschwindigkeit hochschrauben, sonst wird das eh nichts. Wenigstens haben die Arbeiter nichts zu tun. Na komm. Ordentlich Müll. Na. Könnt ihr das jetzt untersuchen, damit ihr auch endlich einliefern dürfen. So, Zellen müssen nicht mehr durchsucht werden. Nein, so, das reicht. Kann er nicht zwei Tage damit verbringen hier. Eine Razzia durchzuführen. Das dauert doch ewig. So, so, so. Sehr gut. Häftlingseinlieferung war noch nicht. Oder was? Doch, die muss ja schon gewesen sein. Dann gab die ja fast gar nichts. Oder erst, wenn der letzte ausgeladen ist. Boah, jetzt überfahrt mir nicht die ganzen Häftlinge. Ich brauche die noch. Alter Schwede, was kommt da alles noch? Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Jetzt die ganzen Schwerverbrecher. Nochmal Exporte. Ich finde es sehr cool, dass die Häftlinge in der Mülldeponie abgeladen werden. So haben wir es. Das waren jetzt alle, ne? Jupp, das waren alle. So, perfekt. Und da kommt ganz viel Eisen. 5000 plus, was sich noch steigern wird, sobald die Häftlinge hier alle ihren Tagesmarsch durchgehen. Und hier brauche ich noch ein paar Serviertische, glaube ich. Um halt ganz sicher zu gehen, dass die auch alle kriegen. Tischbank. Haben wir auch noch welche auf Lager. Sehr gut. Nochmal Tisch. Nochmal Bank. 384 Häftlinge. So. Was sagt die Raumqualität? Ein Billardtisch je 4. Das klappt noch nicht. Okay, aber wäre eigentlich jetzt auch nicht so schlimm. Haben wir denn keine hohen Häftlingsstufen mehr? Einlieferung, da haben wir es doch. Nächste Einlieferung, 8. 300, okay. Da haben wir schon wieder einen Tunnel. Sagst, da siehst du einen Tunnel. Dann durchsuch doch mal bitte hier die drei Zellen.
Oder noch eine 6 draus. Sollte ja schneller gehen als den ganzen Block. Na komm, nichts gefunden. Bis jetzt nichts gefunden. Na komm. Ne, kein Tunnel, der Hund hat sich geirrt. Super, aber das ist alles in Gang. Wir haben ordentlichen Wachstum gekriegt. Schön viel Kohle und unser Land ist auch ein bisschen gewachsen. Das heißt, da werden wir uns dann auch noch dran machen, den Bereich hier zu erweitern, um hier die Küche mal wieder voll zu machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch morgen schon wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.